Herzlich willkommen wieder bei einem Dragon Ball Let's Talk. Diesmal reden wir über Bardock. Ja, wir reden über unsere Lieblingscharaktere, würde ich mal sagen. Ja, ich bin auch wieder mit dabei. Das eine Teil von The Game to LPT. Und ja, wir haben jetzt, wie gesagt, über unseren Lieblingscharakter. Meiner ist jetzt, wie gesagt, Bardock. Weil ich liebe ihn, Alter, er ist richtig gut im Kämpfen. Er war der erste Super Saiyajin und hat bis zur Buu-Saga überlebt. Das ist schon mal ordentlich, ja. Bardock ist, wie gesagt, auch einer meiner Favoriten, aber nicht nur ist mein Favorit. Ja. Einer meiner Lieblinge. Sag mal deinen Liebling. Meiner? Ja, sag mal deinen Lieblingscharakter. Ja, es gibt da so viele, also ich würde mehr sagen, zum Goku Super Saiyajin Gott. Achso. Ach der. Naja. Man nimmt, wie man es nimmt. Na gut, ja. Wir machen hier ein schönes Talk und dann würde man sagen, fangen wir an, ein bisschen über Bardock zu reden. Ja, genau. Und Bardock, er hat da seinen Super Saiyan-Modus gekriegt, weil er gegen Meister Chillet, Freezers und Coolers Vater gekämpft hat. Denn er hat ihn so fertig gemacht und auf dem Planeten hatte er, waren Marsianer, wo er gelandet ist, so eine komischen Menschen. Und eins von den Dingern hat er so ans Herz gewachsen. Meister Chillet hat ihn fast gekillt, ein Dreiviertel, dann ist Bardock ausgerastet, hat an seine Kumpanen gedacht und wurde der erste Super Saiyajin in ganz Dragon Ball. Das ist nicht schlecht, ich meine mal, aber ist dir schon mal was aufgefallen, ne? Mir fällt gerade ein, es ist genau da, ist genauso abgelaufen wie bei Goku, ne? Ganz genau wie bei Goku. Bloß, dass die Gegner und die Charaktere anders waren. Naja, komm, Bardock sieht aus wie Son Goku und Freezer sieht aus wie Meister Chillet. Ja, das ist ja gerade das Witzige. Der epische Wiederholungskampf. Also, ich fand den Kampf eigentlich cool. Bardock war fast am Verlieren, dann wurde er Super Saiyajin. Meister Chillet hat alles versucht, er hat Kiebälle auf ihn abgefeuert, er hat ihn geschlagen, geprügelt. Den hat es ja nicht interessiert, der hat ihn einfach fertig gemacht. Hast du noch was zu sagen? Und das ist einfach. Das, was ganz gut war, wo Chillet, also jetzt die ganzen Kies, ne? Mhm. Das war aber auch ganz gut, weil er die ganzen Kiebälle auf. Also wo er die ganzen Keybälle geworfen hat, er dachte jetzt, dass Bardock auf einmal fertig war, aber Bardock ganz löst einfach immer noch weitergegangen ist, ne? Ja, Bardock hält schon was aus. Also, na gut, zwar nicht so viel wie Goku, ne? Aber ja, wenigstens auch schon mindestens mehr drauf als Vegeta, würde ich sagen. Ja, das stimmt, aber Son Goku, naja, Bardock ist nicht schlecht. Er könnte es mit seinem Sohn aufnehmen, aber nur könnte. Aber ich glaube eher, dass da Goku immer noch ein bisschen mehr Kraft hat. Naja, in den Jahren könnte ja Bardock SSJ3 schon entwickelt haben. Ja, aber nicht SSJ4. Es kann sein, man weiß es nicht. Na gut, aber kommt drauf an, ob wir vor GT oder nach GT, ne? Naja, aber wenn wir jetzt nach GT hier, also ja, wir talken jetzt nach GT, weil die GT-Saga hatten wir jetzt ja schon. Ach ja, genau. Und mir fällt ja gerade ein, ja. Das ist ja gerade richtig, was mir gerade einfällt. Weil ich habe ja gerade Bardock, also ich habe jetzt gerade hier Dragon Ball Wiki offen, ne? Mhm. Und da habe ich ja gerade Bardock gefunden. Jetzt jetzt weiß ich, mit was für einem Alter Bardock tatsächlich gestorben ist. Ich hab mich da gewundert bei der Zahl. Übelst. Und? Mit Alter 737. Ich hab ja gesagt, er ist bis zur Buu-Saga geblieben. Ach du Heil. Ich mach ja mal. Und ja, jetzt sieht man nämlich natürlich auch noch den Familienstammbaum, ne? Also erstmal den anderen Bardock, ne? Also diesen Zukunfts-Bardock hier, der vor. Also vor der 30 vom anderen Bardock. Ja. Dennoch, der beste Freund Tora, Asha, Borgos, also das sind alles
Ja, die aussehen. Aber waren alles Kameraden. Dennoch, so die Söhne, Goku und Raditz. Chi-Chi, die Schwiegertochter. Gohan, der, also jetzt der Enkel. Goten, auch der Enkel. Pan, der, also jetzt hier die Großenkelin. Und Goku Junior, die Groß, der Großsohn. Also Enkel, Großenkel. Naja, okay, wir sind jetzt auch am Ende von dem Talk. Und wir reden nächstes Mal über deinen Lieblingscharakter. Alles klar. Okay. Tschüssi.